Das ist der Wochengruß Nummer 2228 vom 17. Juli 2022. Das hier sind die Leute vom Modeling Master und ich komme jetzt auch ins Bild und setze mich dazu und bin hoffentlich drauf. Und das war ein so toller Kurs, oder? Auf jeden Fall. Ach, war das ein toller Kurs. Und ich glaube, wenn vielleicht wollt ihr erst mal was sagen, was hier alles so toll war. Wir grüßen ja alle zu Hause gebliebenen, die den Kurs nicht besuchen konnten und die mal irgendwann in der Jablonski-Straße dabei waren und geben einen kurzen Einblick, was hier alles war. Also mein Tollstes, muss ich ehrlich zugeben, zum im Wochengruß sagen, war, wie wir die Verantwortung rumgeschickt haben. Darf ich das kurz erzählen? Ja, klar. Als kleine Öffnung. Das fand ich so ein Beispiel für Arbeit mit dem inneren Raum. Da sagte sie also, es ginge um Verantwortung, wodurch man natürlich merkt, die Verantwortung ist irgendwie dahin. Dann haben wir angefangen, die Verantwortung zu verschieben im Raum und ich habe dann auch heute Nacht noch überlegt, kann ich das alles in Alltagssprache formulieren? Der erste Schritt war ja, die Verantwortung von da nach da setzen. Dann hattest du die Verantwortung im Blick. Das war schon besser. Ich habe mir überlegt, wir hätten sie auch nach da nehmen können, dann wäre sie dir im Weg gestanden. Eine andere Geschichte. Dann war die zweite Idee, die Verantwortung nach hier. Jetzt begleitet, da liegt eine Walnuss, jetzt begleitet sie dich, die Verantwortung, Haselnuss, genau, das war nicht so gut. Dann war die Idee, die Verantwortung nach hier zu setzen, hast du gesagt, dann lieber ein bisschen nach vorne, das wäre die Formulierung, ich folge der Verantwortung. Dann hatten wir die Idee, die Verantwortung nach unten, dann würdest du quasi auf einer Basis oder auf dem Boden von Verantwortung, das Ganze, wollt ihr die Nuss machen? Dann war weit nach hinten, das zog dich richtig zurück. Ja. Dann hatten wir noch die Idee unter einer Kuppel von Verantwortung. Und am Ende war es die Verantwortung nach innen nehmen. Dann war es einmal eine kleine Verantwortung, die war ganz gut, aber eigentlich war es die große Verantwortung zu nehmen. Du hattest einmal auch gebracht, die Verantwortung tragen, das hat bei dir so gemacht. Da habe ich mir hinterher überlegt, einer wie Stefan Landsiedel, wir hatten ja auch das Modeling in diesem Blog, der trägt ja auch gern die Verantwortung, aber ich glaube, er würde sie nicht wie eine Last tragen, er würde sie tragen wie eine Krone. Und das, muss ich sagen, ist für mich im Augenblick so genial am NLP, diese Arbeit mit dem inneren Raum. Was passiert, wenn man so ein Element verschiebt, in Alltagssprache setzt und guckt, was es für eine konkrete Wirkung hat? Das war eins meiner beiden größten Neu- und Guts in diesem Kurs. Was war für euch so? Du hast den Löffel gerade in der Hand. Genau, ich gehe mal nach rechts erstmal, Ladies first. Ich fand tatsächlich auch die Geschichte mit dem inneren Raum, das ist eigentlich Practitioner-Stoff, aber es ist mir in diesem Kurs bewusst geworden, in welcher Welt wir eigentlich leben. Und es ist mir bewusst geworden, dass ich einerseits in inneren Bildern denke, von wegen meine Timeline, Vergangenheit. Ich kann halt mich daran erinnern, an welche konkreten Ereignisse. Ich kann mir aber auch Systeme im Inneren vorstellen. Das sieht schon wieder ganz anders aus. Dann habe ich nämlich vor einer weißen Wand verschiedene Püppchen. Und ich kann auch abstrakte Ideen denken. Dann stelle ich mir zum Beispiel vor, wenn ich von einer Beziehung spreche, dass ich zwei Elemente habe und eine Linie dazwischen sehe. Das sind wieder völlig unterschiedliche Dinge, wie ich mir den Raum innerlich, also wie ich innerlich abbilden kann. Und das fand ich in diesem Master für mich so, als Erkenntnis so bahnbrechend, dass ich gesagt habe, da möchte ich jetzt auf jeden Fall noch tiefer drin einsteigen. Wie war es für dich? Ich dachte, für dich war die psychografische Reise. Ja, das war heute vor dem Tag. Aber ich habe ja jetzt mal das auf den ganzen Blog ausgedehnt. Also die psychografische Reise war natürlich auch großartig, ganz besonders, als wir nochmal analysiert haben, wie das eigentlich funktioniert. Da war es für mich am interessantesten, dass in jedem psychografischen Bereich ein Metaprogramm besonders hervorsticht. Das war mir vorher noch überhaupt nicht bewusst. Und dass ich in jedem Metaprogramm unterschiedliche Ausprägungen habe. Und wenn ich in dem psychografischen Bereich drin bin, sozusagen mit der anderen Ausprägung in den nächsten psychografischen Bereich komme. Und dass das, wenn man in Psychografie denkt, die normale Form des Denkens ist. Also das war natürlich heute mein neuer Hut. Jetzt habe ich es verstanden. Also für die Zuhausegebliebenen an dieser Stelle, so: Ich habe ein schlichtes, einfaches Format designt und Nicole war der Meinung, es wäre zu schlicht oder zu einfach. Jedenfalls, es gab hinterher noch, ich wurde noch in ein inquisitorisches Verhör gezogen, um das Format noch klarer zu erklären, als es im Skript schon stand. Aber ich glaube, es hat dir dann richtig Freude gemacht. Ja, ich wollte das Format verstehen, die Essenz von dem Format. Ja. Und dann hast du uns die Essenz erklärt und jetzt habe ich es verstanden. Gut. Genau, ich sage auch mal ganz kurz was dazu. Ich bin echt begeistert und bin froh, dass ich den Master gemacht habe. Ich komme von einer anderen Schule und war alles wunderbar. Schließlich war ja Dagmar, ne? Meine Mentorin. Ja, genau. Und
hier habe ich gelernt, wirklich in die Tiefe zu gehen und viel mehr zu verstehen. Und vor allen Dingen, dass ich jetzt weiß, das wusste ich zwar vorher, aber jetzt merke ich es umso mehr, dass NLP WAKOK ist. Und das zum Thema dritter Raum. Und ich bin echt begeistert, teilweise auch traurig, dass es zu Ende ist und freue mich aber umso mehr auf den Trainer. Wie geht's dir damit? Schön. Auf den Trainer freue ich mich jetzt natürlich auch. Spontan eingestiegen bin. Und Raum war einfach sehr besonders, wieder hier im Raum zu sein. Und eine Besonderheit im Master war für mich auch das Erstellen von eigenen Formaten. Das war für mich erstmal abstrakt und ein bisschen lästig für die Abschlussarbeit, wie eine mathematische Formel, wo ich dachte, gut, gehört eben dazu, muss ich machen, aber du hast das sehr schön eingebaut, es ist immer mal wieder Thema gewesen und hat sich mir am Ende jetzt quasi so entfaltet, dass ich richtig Lust drauf bekommen habe und hat seinen Abschluss gestern im eigenen gemeinsamen Kreieren eines Formats wirklich zur Blüte. Ich verstehe Modeling entbracht. Immer mehr, es ist einfach wirklich unglaublich. Ich habe das vorher nicht so ganz verstanden und die hat sich so ein kleiner, großer Knoten ist geplatzt, also danke. Soll ich die Stelle mal kurz erläutern, von der du sprichst? Wir haben gestern ein Experiment gewagt, wo ich selbst ein sehr klopfendes Herz hatte, weil normalerweise ist es so, dass ich zum Ende eines Blogs und vor allem zum Ende eines Kurses ein Format designe für die Gruppe, so als Abschiedsgeschenk. Und dann saß ich da vorgestern Abend und dachte mir, jetzt design ich, aber irgendwie dachte ich mir, das ist so toll hier und das Niveau ist auch so hoch in dieser Gruppe. Warum machen wir es nicht zusammen? Ich dachte mir, das geht mit Sicherheit schief. Weil wir haben dann angefangen. Ich habe erst mal gesagt, was hättet ihr gerne im Abschlussformat drin? Und dann kamen wirklich alle Wünsche. Ja, es soll mit Bewegung sein, mit Kontakt, kommunikativ, integrativ, ein bisschen Trance-Elemente drin haben. Es gibt was zu lachen. Man soll sich irgendwie Timeline, Selbstwert, Kontakt, Chorzustand, was weiß ich. Also so eine Liste, die alles noch drin. Plus Abschlussübung, feierlicher Rahmen, was weiß ich. Und dann haben wir, glaube ich, eine Stunde gebraucht, um ein Format gemeinsam zu designen mit einem, wofür ich dir auch sehr danke, Anfangsteil, auf den wäre ich nie gekommen. Die Teilnehmer haben sich gegenseitig NLP geschenkt. Und aufgrund des hohen Beziehungstypanteils im Kurs hier, war das so berührend. Also ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, gerade wo du ja auch dieses eine Element bekommen hast, hat wirklich was mit dir gemacht. Ja. Es klingt so albern. Da kommt dann quasi eine Person, gibt einem ein Zettelchen, da steht drauf Dissoziation, aber du weißt plötzlich, was es mit dir zu tun hat und warum es dich trifft. Und das fand ich gesehen, ja. Es war wirklich berührend und es ist ein großartiges Format. Komm, wir suchen noch einen Namen dafür. Dein Vorschlag war, glaube ich, die rasierte Sonnenkönigin oder irgendwie sowas in der Richtung. Oder du bist NLP oder Gänsehautformat, aber das war echt cool. War für mich auch ein Höhepunkt, ja. Es bleibt in Thüringen. Ja. Ich fand diesen ganzen Kurs ganz großartig. Ich genieße immer wieder, wenn ich hier bin, die Atmosphäre, die Energie, die hier herrscht. Ich habe tolle Leute getroffen, wieder und auch neue. Und es ist schade für jeden, der nicht dabei war, muss ich einfach so sagen. Dir vielen, vielen Dank. Und ich werde wiederkommen, wenn auch nicht zum nächsten Trainer. Wir werden uns wieder über den Weg laufen. Man muss aber definitiv auch dazu sagen, dass gerade dieses große Format am Ende wunschgemäß ja den Kontakt zwischen dir und Mario so intensiviert hat, dass es eigentlich nicht mehr denkbar ist, dass ein Kurs ohne euch beide stattfindet. Guck mal, der Blick, den Mario dir gerade schenkt. Dann muss ich wohl noch mal in mich gehen. Bernhard. Ja. Soll ich an dich weitergeben, dass du deiner Enttäuschung Luft machen kannst, öffentlich? Ja, ich bin auch froh, dabei gewesen zu sein. Alle haben ja jetzt hier vom inneren Raum geredet. Ich rede jetzt mal vom inneren Kind. Also auch wenn die Metapher nicht jedem gefällt hier, dann sage ich jetzt einfach mal das innere alte Selbst. Ja, und ich bin halt jahrelang mit einem Problem rumgelaufen und habe dann jetzt hier ein Format bekommen, Reimprinting mit einer Ebene 7 Ressource, also Chorzustand. Ja. Und es ist von innerhalb von einer Stunde, ist mein Problem weggegangen. Ich sehe besser, ich sehe mehr Farben, ich habe eine größere Aufmerksamkeit. Ja, und ich bin schon begeistert davon. Ja. Ich danke dir. Und du blickst Bernhard mit ganz anderen Augen an. Ja, und ich bin natürlich traurig, dass du nicht dabei bist beim Trainer.
Du kannst doch mal gerne dazu was sagen, wenn du willst. Jetzt versuch dich rauszureden. Ja, ich würde jetzt versuchen, mich rauszureden, aber ich glaube, es gibt einfach keine Entschuldigung dafür, dass ich beim kommenden Trainer nicht dabei sein kann. Ich vertrete Thüringen dann. Du vertrittst möglicherweise, aber mein Zeitplan wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber Mario. Es kann dann so ausgehen, dass wenn du den Trainer im Jahr drauf machst, vielleicht Mario beschließt, er würde da gerne assistieren und dann wäre er dein Assistent und würde dir Anweisungen geben und dir sagen, was du alles falsch machst. Ich weiß nicht, ob es das ist, was du möchtest. Das würde mir gefallen, Mario. Also wenn du dann eine Frau hast, dann ja. Bitte? Ich gebe mal weiter an Ralf. Ja. Ralf! Viele gute NLPler heißen Ralf. Das habe ich auch schon gehört, ja. Mhm. Ich habe vor diesem Kurs nicht wirklich die Idee gehabt, dass ich schon Modeling kann. Und heute Nacht bin ich um 2 Uhr aufgewacht. Und es stand mir wirklich vor meinem inneren Auge ein spezielles kleines Format, maßgeschneidert für meinen NLP-Freund Mario. Und das Beste ist, es hat auch noch gut funktioniert, als wir es dann ausprobiert haben. Also das werte ich als wirklich großen Erfolg. Ich danke dir. Ja, danke schön. Ja, ich muss halt auch sagen, mir hat der Master auch super gut gefallen. Ich bin so froh, dass ich mir das nochmal überlegt habe, weil bei mir stand das ja auch auf der Kippe, ob ich es jetzt mache oder nicht. Und es ist einfach genial. Es hat alles komplett nochmal abgerundet. Ich habe ja vorher den Practitioner gemacht und dann den Modeling Practitioner und jetzt den Master on top, die oberen logischen Ebenen. Das war so intensiv. Das hat mir super gut gefallen. Allein schon die Demos, wo ich dabei war. Wie du schon sagtest, mit der Verantwortung, was ich eigentlich an Gestik mache und was man sagt und die Metaphern, was das für eine Bedeutung hat und das nochmal so für mich zu analysieren, die Verantwortung in mir zu spüren, wie sich dabei meine Physiologie halt auch ändert, das ist ja genial und großartig und ich freue mich total, mir die Videos nochmal anzuschauen. Mhm. Es ist, also ich finde es so toll, dass man sich das nochmal anschauen kann, weil es ist nicht verloren, sondern ich kann es nochmal auffrischen, mir genauer angucken und das finde ich total wertvoll hier in den Kursen und das ist der Grund, warum ich all die Kurse hier besucht habe. Ich habe, glaube ich, jetzt auch alle Kurse gemacht. Genau. Ja. Dankeschön dafür. Danke dir. Und dann mache ich gleich weiter, weil es ist ja erstmal 4 Wochen lang auch Wochengrußpause. Ich mache jetzt 4 Wochen lang wirklich kein Newsletter, kein Podcast, keine Webinare, keinen Wochengruß, nichts. Dagmar macht jetzt am Donnerstag noch ein Tudor Jablonski-Webinar über Klopfen und Vergeben. Und dann ist da auch 4 Wochen Pause. Und dann geht es weiter am 17. August mit dem inneren Raum. Da habe ich jetzt aber so gemacht, dass bei mir auffiel, zwischen den kostenlosen kleinen Sachen und der gesamten Ausbildung fehlt so ein Zwischenstück. Irgendwas, wo man mal ein Wochenende, 2-3 Tage, einen Block kommen kann. Und habe mich dann kurzfristig entschieden, dass es vom Modeling Practitioner den ersten Block einzeln gibt als Seminar Reise in den inneren Raum, wo wir genau die Sachen machen. Also exakt da möchte ich weitermachen, weil du schon sagtest, Practitioner-Technik eigentlich. Aber ich finde die Unterscheidung zwischen Practitioner und Master wirklich immer schwieriger zu treffen. Eigentlich ist der Master der die praktischen Sachen halt einfach tiefer kann. Ja. Aber es ist im Grunde dasselbe, was man da macht. Und es geht halt los mit dem inneren Raum. Was arbeiten wir mit Bildern? Wo läuft die Timeline? Wo sind bestimmte Abstraktionen aufgestellt? Und das geht dann weiter am 17. August. Und bis dahin ist frei. Und das ist auch mal schön. Und dann danke ich euch sehr. Ich gehe jetzt wieder zur Kamera, damit ich auf euch schwenke. Wenn du, Mario, jetzt blätterst, dann kommt unten drunter das Schlussbild. Das ist genau mit dem ralfstumpf.de. Ihr könnt jetzt noch einmal winken und dann würde ich auf Mario zoomen. Und wir verabschieden uns in die Ferien. Und Moment, jetzt stimmt das. Fürchte ich rumgeschwenke. 1, 2, 3, tschüss.